Zombie TV. Hehehe, geilo. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zur zweiten Folge Gates of Hell, Ostfront, Sowjets. Wir machen weiter. Jetzt müssen wir eine Verteidigungsmission starten. 2 Sterne. Wir haben tatsächlich nicht viel Forschungspunkte aus der letzten Mission rausgeholt, sondern 2,9. Ich weiß nicht, woher die jetzt diese ganzen Kommazahlen kommen, ne? Also, keine Ahnung. Heute konnten wir gar nicht so viel ziehen, sehe ich gerade. Wir haben jetzt 2 Kfz MG34, eine 3,7 Pack, Panzerkampfwagen, 35T und eine 2 cm Flak. Ich hätte das MG34 mit, ach, das ist ja leider bei einer Sabotageaktion hinübergegangen. Ja. Bei der Forschung können wir mit 2 Punkten natürlich jetzt nicht viel abfallen. Es wird ja abgerundet, es muss wirklich 3 sein, damit es auch 3 Punkte sind. Das heißt, ich kann leider auch die Befestigung, die einfache, nicht nehmen. Das heißt, wir müssen ohne KI-Verteidiger die erste Verteidigung jetzt überleben, beziehungsweise denn schaffen. Jetzt müssen wir überlegen, wir haben kein MG. Hole ich mir jetzt ein Maxim oder hier dieses keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Also das schwere MG. Hole ich mir das jetzt ran? Oder? Ist das dieser Molotow-Werfer hier, glaube ich, oder? Oder ist das dieses freie Rückstoß-Ding? Ich weiß es gar nicht. Das andere hieß, glaube ich, Antromolium oder sowas. Oder wir verbessern den Panzer auf BT-7. Obwohl die BT-5, haben jetzt letzte Runde echt einen guten Job gemacht. Flammenpanzer? Ja, nee. Ich guck mir mal eben den BT-7 trotzdem mal an. Ich glaube, das wird dann der hier sein. Deutlich schlechter gepanzert. Sechs bis zwanzig nur. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Oder nehmen wir hier so ein T-40. Hat ja ein gutes MG eigentlich. Ah, schwierig. Nee, ich werde ein befestigtes MG nehmen. So, das ist ja, glaube ich, der Vorreiter von der Flak, so wie ich das hier sehe. Keine Ahnung, ist das eine Flak? Wie heißt denn das hier? Da steht der Name nicht drauf. Nur schweres MG. Hat natürlich kein Schild vorne. Ja, das wird schon passen. So, wir versorgen alle. So, dann müssen wir gucken. Wir müssen jetzt austauschen. Panzerbesatzung muss raus. Panzerabwehreinheiten nehme ich auch raus und nehme dafür Minenleger mit jetzt. Panzerabwehr oder AP? Ich glaube, AP wird sich, glaube ich, am meisten lohnen. Ach ja, die kosten 4. Ach, die heilige Granate. Boah. Jetzt rein auf alle Personen nehmen. Ein Geschütz raus. So. Die Panzer, ich würde einen rausnehmen dafür. Wir müssen vielleicht mit dem MG. Das MG, wo ist das MG da?
zwei davon mitnehmen. Die 2 cm Flak. Und die hier eigentlich auch wieder rein. Ersatzpanzerbesatzung zum Auffüllen. Das sind hier rein. Ich muss aber hier rein. Feldingenieur habe ich auch dabei, ne? Einmal. Aber vielleicht lieber 2 Feldingenieure. Passt nicht ganz. 66,4. Sehr schwer, ne? Aber ich will schon beide da drin haben. Aber ein bisschen Befestigung müssen wir uns bauen. Ich glaube, ohne sind wir aufgeschmissen. Schade, dass wir den Minenleger da nicht mehr reinkriegen. So haben wir jetzt so einmal Panzer und einmal Antipersonenminen. Ich glaube, das wird eine Katastrophe. Ich nehme mal Mörser-Dingens Feuer-Ding hier mit. Speichern. Hoffentlich wird die. Ich hoffe, dass sie uns geneigt ist. Soll ich den auch mitnehmen? Ja, eigentlich cool, ne? Machen wir auch. Der hat einen Stern. Der hat zwei. So, dann machen wir das so. Okay, geht nicht. Und zwei Munitionsfracks, die werden wir brauchen. Auf jeden Fall safe. Ja, doch. Komm, so machen wir's. Die Map ist Lissowo. Lissowo. Weiß ich jetzt auswendig nicht, aber passt schon. Wir gehen ins Game. Harte Arbeit spart Blut, Blut rettet Leben und der gesunde Matchverlust rettet beides. Jawohl, Rommel, da hattest du recht. Da hattest du recht. Aber also, Leute, wie immer im Ladebildschirm. Wer noch nicht hat, abonniert gerne den Kanal. Damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, lasst den Daumen nach oben da und mir auch gerne einen Kommentar unter dem Video. Immer gerne gelesen. Sowohl Kritik als auch Lob wird natürlich gerne angenommen. Ich bin gespannt, was die uns jetzt entgegenwerfen. Ich hoffe, dass ich nur einen Punkt verteidigen muss. Das wäre relativ nice tatsächlich. Also, boah, ich habe ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst. Wo da steht jetzt KI-Durchschnitt? Ist das Durchschnitt, weil ich Durchschnitt gewählt habe? Oder ist das variabel? Es ist nur ein Punkt. Okay. So, pass auf. Was möchte ich da draufsetzen? Schade. Da müsst ihr jetzt aber ganz schön weit stratzen. Das bedeutet für mich, ich kann wenig wenig Abwehrmaßnahmen bauen bis dahin. Naja, ihr müsst alle jetzt ganz schön weit rennen, aber das ist nun mal so, ihr müsst das tun. Tut mir leid.
Ich glaube, hier setze ich Minen drauf. Obwohl, das Gewässer ist nicht sehr tief, ne? Aber ich befürchte, dass sie hier so breit gefächert rüberkommen. Komm, wir müssen alle laufen. Keine Müdigkeit. Wir haben nicht viel Zeit, wir haben nicht viele Ressourcen. Alle müssen sich hier bewegen. Gewitter. So. Ich glaube, man könnte hier auch noch mal mit dem Random-Wetter rumspielen, glaube ich. War das hier nicht auch drin? Als würde die Mod gar nicht existieren, sehe ich gerade. Ich habe ja eigentlich diese Auto-AA-Mod und dieses Paket aus 4 Mods irgendwie eigentlich mit drin, aber das scheint nicht zu funzen. Hätte man vielleicht das Wetter auf was Schöneres umändern können, so Sonnenschein oder so. Sonne 30 Grad. Aber na gut, dann ist es halt so. In der Atmosphäre tut es keinen Abbruch. So, da könnt ihr da eure Panzer, Minen und so weiter ablassen. So. Und ihr darüber. Na, die anderen Pioniere brauchen noch einen Augenblick, bis sie da sind. So, bitte hier. Sitzen. Warte mal. Wird mir das besser. So. Den Rest müssen wir selber positionieren, das ist einfach so. So, ich hätte das eine Geschütz gerne da. Du bist die Artillerie, ne? Vielleicht dahin. Vielleicht ein bisschen weit hier vorne, ne? Noch ein bisschen weiter zurück, bitte hier. Drehen. Hallo?
Dann ziehen wir hier noch ein paar Dingens hin. Das ist auch eine gute Idee, glaube ich. Da hat er Minen gelegt. Ja. Ja. Der läuft schon auf dem, Rückweg hier. Ja. Okay, du hast ein MG mit? Nee, ich werde ein MG von euch mit. Da. Какие будут указания? Что прикажете? Nein, das ist nicht. Gott, die Einheiten kommen schon. Drehen, 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 drehen. Jetzt muss alles ein bisschen schneller gehen. Oh, ich sehe zwei Panzer. Boah, Panzer, Panzerkampfwagen 3. Und noch ein. Was habe ich hier? 2 cm Flak. Panzer ausschalten. Guter Treffer. Bitte weiter beschießen. Rein da. Rein da. Rein da. Also wir kriegen hier von hinten gleich einen rüber. Warte, wir kommen da nicht durch. Ach, hochexplosiv doch nicht laden. So des Wahnsinns. Okay, zwei Panzer sind rübergefahren. Boah, das wird bitter. Mal.
Gut. Kette weg. Ja, Treffer auf jeden Fall. Wir haben eine Kette verloren. Sieht gut aus. Drehen, drehen, drehen. Nee, schön in die Seite rein. Kette ab. Und mal unten einen in die Wand prügeln. Ich glaube, außer Gefecht, oder? Ja. Oh, das explodiert, glaube ich. Den kriegen wir nicht klein, glaube ich. Lassen wir erstmal. Er ist sowieso erstmal außer Gefecht soweit. Sunny ist hier. Wir werden Leute benötigt. Hier müssen Leute geheilt werden. So ein bisschen verstärken hier nochmal. Los, die Flak. Gemacht. Oh mein Gott. Ihr seht schon, was hier los ist, ne? Bist du noch vorbereitet, ne? Wow. Drehen, 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 drehen. Och, Mann. In den Graben rein hier. Er schießt schon wieder mit Hochexplosiv. Der hat die Waffe. Munition gewechselt. Durch einen Appel. Der ist durchgegangen. Drei Leute aus dem Panzer ausgelockt. Nochmal ein rein da. Gut. Ja, anderen Seite ist einer durchgebrochen. Mies. Volle Deckung bitte. Nicht einsehbar, verdammt. Komm, fahren. Wo schießt du denn hin? Tank.
Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, auf was ich mich hier konzentrieren soll, ey. Kannst du den jetzt endlich mal da wegballern? Das gibt's doch gar nicht, Mann. So ein scheiß Spähwagen da. Hallo? Das darf doch nicht wahr sein, ey. Panzerjäger 1. Wo zielt der hin? Wo willst du hingucken? Und guckst du da hinten? Bist du verrückt? Ist er ausgenockt? Ja, ist er. Kommt noch so ein Kackfahrzeug, ey. Wo ist er? Ich kann ihn nicht sehen. Wir haben uns selbst die Unterstützung, die wir brauchen können, ey. Das sieht gut aus. Verbrennt. Wo zielt der denn immer hin? Ist der blöd oder was? Wo ist der Panzer? Steht da drüben noch für einer? 35S. Weil hier brennt alles und dem macht es nichts aus, ne? Wo ist er? Hier wieder fahrbereit.
kann einfach nichts sehen hier in dem Nebel. Oh. Ich brauche dich wieder hier. Ich habe mir schon fast gedacht, du solltest doch hier reparieren. Also, die machen leider nicht das, was sie sollen, die Leute. Hat noch Munition, gut. Huhu! Volltreffer! Ah, das ist kein Dingens. Ich habe auch einen Ingenieur. Komm mal her. Reichweite. Okay, jetzt kommen sie erstmal nur aus der Richtung. Hat noch Munition. Einsteigen da, komm. Rein. Das brauchen Munition hier. Sehr gut. Okay, da kommt noch mal was Großes. Noch mal ein Panzerkampfwagen 3. Hier noch mal Artillerie Unterstützung haben. Müsste doch nichts eingebogen sein. Oh, aber was hat ihn erwischt? Reparieren. Was denn hier passiert?
Bah! Direkter Treffer. Hey, aufstehen hier! Aufstehen! Steh doch mal auf hier! Das war knapp. Komm. Hier, zack und aufheben. Zack und Munition rausholen. Verdammt. Was ist denn mit meinen Sunnies hier, Alter? Die tun doch gar nichts, ne? Hier helfen. Ey. Faules Volk, ne? Na, verdammt. Слушаю, товарищ командир. Oh Mann, ey. Sehr schwierig. Er hat schon keine Munition mehr. Ich gebe nicht auf, vergesst es.
Komm nach, nach! Nein! Was kommt denn da noch? Panzerjäger 1. Aber es kann sein, dass ich mich hier gleich feiger zurückziehen muss. Nein! Der Panzerjäger ist wieder aktiv, ne? Oder war's? Verdammt! Ah, keine Munition, das Geschütz! Ah! Wollte mich denn verarschen? Drin, 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 drin. Feind an der Scheune, 12 Uhr. Die Munition geholt? Die holen keine Munition aus dem Truck. Ich glaub's nicht. Der Truck ist leer.
готовы. Интересно тут у вас. Ждем приказа. Ja, tut mir leid, ich muss mich feige zurückziehen. Ich hab... Sonst ist es ein totales Fiasko. Fuck. Schwierig. Das war auf jeden Fall ein Prius-Sieg, Alter. Meine Fresse. Junge, Junge, Junge. Schwierig, 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 schwierig. Aber ihr habt gesehen, ich habe alles gegeben. Was irgendwie möglich war. Meine Fresse, sehr, sehr schwer. Und die Ausbeute mit 1,4 Forschungspunkten ist auch mega gering. Gut, unsere Verluste können wir ersetzen, so ist es nicht. Das kriegen wir hin. Kostet uns unzählig an Munition, die Truppen mit zu versorgen, auf jeden Fall. Boah. Sehr, sehr schwer. Na gut, eure Gedanken würden mich natürlich trotzdem interessieren dazu. Wie ich da jetzt vielleicht noch hätte was besser machen können. Weil es ist, glaube ich, echt schwer, jetzt zu sagen, man hätte vielleicht da noch alles vermieden können. Bis ich die Leute da oben gehabt hätte, ne? Ihr habt ja gesehen, da war ich meine Verteidigung theoretisch noch mal aufbauen. Dann kam der Gegner schon. Das Einzige, was jetzt ein bisschen schade ist, da lag so viel Beute. Also wirklich immens viel Beute. Ihr habt gesehen, Panzerkampfwagen 3, zweite Mission, ne? Das ist die zweite Mission gewesen und schon haben wir Panzerkampfwagen 3 Ausführung, was war das, E oder F, schon gegen uns. Also die haben uns mal auf jeden Fall ziemlich kaputt gemacht. Also, puh. Sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Also ich werde... Ja, boah, ich muss gucken. Ich weiß gar nicht, auf was soll ich als nächstes gehen? Also klar, ich könnte jetzt hier versuchen... Ich muss sowieso hier über den Stab gehen, damit ich hier auf Stufe 4 komme. Was auch totaler Schwachsinn ist irgendwie. Hä? Ne, ich muss hier befestigen und dann auf Stufe 3. Und dann die beiden, um auf Stufe 4 zu kommen. 5... 6. So. Das ist hier. Das ist ja echt komisch verzwickt hier irgendwie. Um dann noch mehr Truppen befehligen zu können. Oh. Also. Ich weiß nicht. Hätten wir mehr Geschütze? Ja, ich hätte vielleicht doch. Irgendwie noch eine Pack. Hatte ich eine Pack dabei? Ich glaube, die sind beide draußen gewesen, ne? Ja. Die waren beide draußen. Das Geschütz hat seine Aufgabe relativ gut gemacht. Damit bin ich sehr zufrieden. Die Artillerie hat gekämpft wie die Hölle sogar. Also da kann man hier überhaupt nicht meckern. Also das hat sie relativ gut gemacht. Da kann man gar nichts gegen sagen. Dieses eine Spielfahrzeug, die beiden, die er da geschickt hatte... Oder der Gegner geschickt hat, die waren natürlich sehr, 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 sehr böse. Das muss ich schon sagen. Also, das war. Puh! Hut ab, ey. Ah, gut. Überlegt immer noch. Wir haben immer noch Billo-Panzer, ne? Und spielen eigentlich schon dann gegen. Eigentlich schon was Größeres als das, was das hier ist von der Technologiestufe her. Also, Deutschland wird eine harte Nuss, Leute. Bitte setzt gerne dem Video einen Kommentar, beziehungsweise einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Und wenn du nicht hast, abonniert gerne weiter, wenn es wieder aufs Schlachtfeld von Gates of Hell geht. Dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Durch die Mod muss ich nochmal dazu sagen, fühlt sich es auf jeden Fall intensiver an. Also das Game bockt tatsächlich sehr, sehr intensiv rein. Also, boah, ich bin... Na, also, wenn ich überlege, so, ja,
man spielt das so ein bisschen lässig und bla bla. Hier ist es einfach viel, viel krasser. Es ist überall was zu tun, man kriegt selber ein bisschen Panik, so, scheiße, da drüben brechen sie durch, ich muss da drüben wieder rüber und zack, 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 zack. Dann hast du natürlich noch so eine leicht dumme KI, die mit ihren Panzern die Türme immer drehen und gar nicht dahin gucken, wo sie sollen. Oder unpassende Munition. Das ist halt daran geschuldet, dass die eine Mod leider nicht funktioniert. Ich werde mal gucken, beim nächsten Start nochmal probieren, auf Extras nochmal zu gehen und die Mod vielleicht mal kurz deaktivieren und wieder aktivieren, ob das vielleicht irgendwie Abhilfe schafft. Okay, Leute, das war's von meiner Seite. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut!